Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Star Wars The Old Republic. Wir dürfen heute mal wieder ein wenig heilen. Tatsächlich wieder mal einen kleinen taktischen. Kennt man glaube ich auch die Umgebung, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten zu einem der Flashpoints entwickelt, die ich mit am liebsten mache. Ja. Also wenn ihr mich mal zufällig im Spiel treffen solltet und ihr wollt mir einen Gefallen tun. Mandalorianische Räuber. Na. Warte mal, kann ich nicht? Ach. Ach ja, stimmt, das ist eine von denen, mit denen ich arbeitslos bin. Ach, gestorben wird hin. Okay, eigentlich nur bis jetzt Zeit, aber. Na, guter Bodyguard passt auf seine Klienten auf. Dann. Nee, da wollen wir nicht. Ich lasse euch gerne den Vortritt. Passage, die liebe ich, ja. Hm.
überlebt. Oh oh, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit, hier eingefroren rumzustehen. Kann mir den mal einer abnehmen? Nein, 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 nein. Oh, brauche ich doch nicht. Komm schon, haut das Schoßhündchen um. Ich wollte das eigentlich ohne diese Kultostation lösen. Das ist gemein. Nehmt mir die Mistgeburt ab. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Koste mal deine eigene Medizin, Kleiner. Ich bin doch auf den drauf. Warum? Was ist das jedes Mal, dass der nicht wechselt? Anders. So behalte ich. Ja. Nein, 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 nein. Schon.
So, ja, dann sollte ich das vielleicht doch zurücktauschen. Wenn das hier den. Oh oh. Ich entdecke noch, bevor jetzt jemand fragt, was macht er da gerade? Ich entdecke gerade neu, wie man am besten das mit dem Gear handhabt. Das ist aber tatsächlich nicht mehr, habe ich den Eindruck. Da an das andere gebunden. Ich muss mich daran noch gewöhnen. Jetzt erstmal wieder hier drauf. So, und wenn mir jetzt jemand sagt, dass einer von den Hecken hat, bin ich glücklich. Oh, oh, fein. Fein. Wir warten und wir warten und wir warten. Das gibt mir ja eigentlich auch mal Zeit, mal ein bisschen zu gucken. So, das ändert sich nachher komplett. Huh. Verlierst später deinen kompletten Z-Bonus. Wo steckt der denn?
Wenn er Hilfe braucht, dann helfen wir ihm eben. Dann komm jetzt. Wo will der denn jetzt hin? Leute, dafür braucht ihr keine Machtarnung. Einfach geradewegs durch die Mitte. Dachte ich zumindest. Okay, neuer Versuch. Ach ja, manchmal kann es auch lustig sein, solche Sachen, und sehr schön. Muss ja nicht immer alles gleich schlecht sein. Dann wollen wir mal. Mir ist Kämpfen eh lieber, von daher. So, jetzt ist die rechte Spur frei. Darf hier eigentlich nichts mehr passieren? Betonung liegt auf darf, eigentlich und nichts. Warte mal, das macht keinen Sinn. Naja. So, dann einmal alle in die Bubble. Kommt ruhig her. Ui, nein, 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 nein. Böse. Okay, du willst es ja nicht anders. Ich hab da auch meine Mittel. Ui. Und nicht immer auf den armen Heiler. Das ist dieser Eliminator-Helm. Naja, nur weil ich ihn nicht gebrauchen kann, heißt das ja nicht, dass ich ihn nicht zerlegen kann. Also, so
müsste ich das jetzt also zerlegen, kann ich das Teil allemal. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was Alpha Strike und Federgewicht sind. Also ich kenne Federgewicht aus dem Boxen. Aber ich schätze mal, das ist nicht gemeint. Wo lag denn der jetzt? Naja, egal. Die, die noch nicht so lange SB-Tour spielen, soll ich euch mal was ganz Lustiges zeigen? Ich hoffe mal, das klappt noch. Ja, man kann mit der Colt-Rakete pullen. Das klappt auch auf der anderen Seite. Ich meine, das ist auch soweit die einzige Fähigkeit der Heiler, mit der das möglich ist. So. Auch nicht schlecht. Macht keinen Schaden, gar nichts. Eigentlich total harmlos gegen die Bosse oder Mobs oder was auch immer, aber man kriegt dafür auf die Fresse. Was ist denn das? Endlose Leere oder was? Das ist so schön an dieser Gruppe. Ja, ich weiß, das dauert hier gerade ein bisschen länger, aber das sind wie so kleine Kinder gerade. Oh, das berühren und ich will das berühren. Das ist total klasse. Habe ich meinen Hitzedämpfer? Ja. Macht irgendjemand bei mir gerade Suppe oder so. Klingt aber gut. So.
Wollen wir mal. Ach, das kann jetzt auch sehr unterhaltsam werden. Ja, irgendeiner haut da noch 2, 3, 4 mal auf den Boss. Merkst du was? Aber egal, so ist es ein bisschen unterhaltsamer. So, das nehmen wir, das nehmen wir. Das auch. Das da würde ich jetzt gerne in die Luft sprengen, oder er macht das. Beziehungsweise übernehmen. Ja, und damit geht ein lustiger Run leider schon wieder zu Ende. Es war auf jeden Fall unterhaltsam, wie man sieht. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch wenn nicht immer alles glatt läuft, weil da mal einer sich verläuft oder da mal was passiert, man trotzdem sehr viel Spaß haben kann. Naja, wie auch immer, ich sag da mal tschüss, bis zum nächsten Mal.